Tag, genau den. Lukas auch geil. Schön wieder zocken. Junge, 18 Uhr und es ist einfach schon dunkel. Es wird langsam Winter. Was geht ab, Leute? Heute gibt es eine Trainingssession. Insgesamt sind 3 Spieler am Start, 2-mal Landesliga, 1-mal Westfalenliga. Ich mache ein paar Übungen mit, bin aber aktuell noch verletzt. Update kommt und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die Session. Heute Schwerpunkt Antritt, Endgeschwindigkeit und 1 gegen 1. Let's go! Wenn ihr noch richtig geile Socken braucht, mit denen ihr überhaupt nicht mehr in euren Fußballschuhen rutscht, dann unbedingt mal bei meinem Sponsor Tracer vorbeischauen. Sind für mich die besten Fußballsocken. Ihr habt einfach ein viel besseres Gefühl in euren Fußballschuhen. Wenn ihr diese Socken anhabt, könnt ihr genauso im Training und im Spiel anziehen. Für mich auf jeden Fall Teil jeder Einheit. Mit dem Code LukasFootball könnt ihr aktuell sogar 20% sparen. Also unbedingt mal im Shop reinschauen. Es gibt auch ein richtig geiles Angebot. Für 39 Euro kriegt ihr 2 Paar plus eine komplette Rolle Tape. Das heißt, ihr seid wirklich komplett versorgt für die nächsten Trainingseinheiten und Spiele. Deswegen unbedingt vorbeischauen bei Tracer. Let's go! Neuer Spieler am Start, Landesliga, Platz 2 aktuell, Position ist? Innenverteidiger aktuell, würde ich ja behaupten. Ja, also 1 gegen 1, kein Gegentor gleich? Ja, das ziehst du. Anspiele, sag ich zum Beispiel gelb, dann spielst du den Ball ab und gehst zu gelb. Ganz locker noch, einmal zum Warmwerden hier oder hin. Blau. Gelb. Blau. Die nächsten 3-4 Stunden ist komplett ohne Ball Athletik. Wir arbeiten hier so schnell es geht. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr nicht anfangt, das was ich gerade mache, dass ihr irgendwie am Ende hier irgendwie so macht, sondern es sind klare 3 Sprünge. Nach vorne, zur Seite, nach vor, Seite zurück. Genau. Vor, Seite zurück, ja. Ja. Jetzt machen wir dasselbe, aber auf einem Bein. Das heißt, wir fangen hier mit links an. Bam, 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 bam. Immer im Wechsel, ihr seid immer auf einem Bein, ihr knickt nicht so viel ein und habt immer diese kurzen Kontakte und läuft hoch. Genau, Schwerpunkt tiefer, mehrere Kontakte. Genau. Die kurzen noch mehr nach vorne gehen auch. Ganz kurzen, so dieses Ready sein auf einem Bein. Bam, bam, bam und dann. Bam! Also wirklich mit allem, was ihr habt, mit den Armen mitnehmen, boom zur Seite. Genau. Ist top. Jetzt noch Arme mit. Okay. Gut so. Wenn das auf dem Boden ist, wie so ein Marschieren. Und nicht in der Luft, so, okay. Weißt du? Aber das ist eigentlich die nächste Übung. Nur auf das nach unten. Genau. Bam. Ja. Bam. Bam. Diesen Wechsel. Genau. Das ist eine Übung. Stark. Das ist boom, boom, boom. Geil, geil, reicht schon. Perfekt. Perfekt. Julian Schmidt, Landesliga, SG Welper. Herzlich willkommen im Training. Glück. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, ist manchmal schwierig. Aber wenn man sowas öfter mal im Warm-up macht, nicht abgucken, aber fahrt, das macht eine viel bessere Lauftechnik. Genau. Ein normaler seitlicher Sprung, da ist keine Vorgabe. Einfach springen, Knie hochziehen, zack, es ist nicht. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog, yeah. Ay, watch out, this shit bubble, dog, yeah.
reichen. Wichtig ist halt wirklich dieser Abdruck, ne? Also nicht, ihr müsst nicht hier so übel schnell sein, sondern bam! Das ist auch geil. But I'm still sticking to the plan, cause I mapped it, nigga. And I don't care about going slow, just not backwards, nigga. I put in so much hustle, dog. It's so little. Komisch aus, Digga. Ich weiß das selbst. Julian hier ist, ich stell noch zwei Hütchen auf. Seid ihr an der Linie? Ihr bewegt euch nur im Sidestep. Wenn er hier hingeht, ich spiegel quasi seine Aktion. Kommt ihr mit? Wenn er jetzt hier hingeht, müsst ihr versuchen mitzukommen. Mix the songs and shoot the videos on my iPhone. Shit is serious, you hear me though? I ain't got no label back in me, it's just me and my girl. So when I blow up, I'ma give it a whirl. Cause I'm overly focused and overly thorough. When it's all said and done, they gon' build me a mind. Er kommt immer näher. Guck mal, wir sind wieder in dieser Athletik-Schule, sag ich mal. Selbe Prinzipien, Knie anziehen. Dasselbe geht jetzt aber in den Sprunglauf. Du hast es schon mal gemacht. Heißt, wir starten hier und versuchen einfach weit nach vorne zu kommen mit möglichst wenig Kontakten. Heißt wirklich. Bam, bam, bam. Ja. Ihr merkt aber schon, bei ihm sieht es richtig geil aus unten, weil er wirklich diesen. Das streckt er und das ist schön oben. Also sozusagen so sieht das in der Luft dann aus. So. Das müsst ihr halt hinkriegen. Das Bein gestreckt, bam, das Bein hoch. Nur deine Arme sind halt immer so ein bisschen. Ja, das ist ein Clowns-Ding, ist okay. Das kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, weil dann. Die sind irgendwo immer beim Kicker irgendwo so da. So, wer im Glashaus sitzt, ne? Bam, bam, bam. Und versucht umzusetzen. Ja, besser, besser, besser. 10 Meter Sprint, ich lege da gleich ein Hütchen hin. Und eure Übung, ihr macht die einmal alleine, danach macht ihr die gegeneinander. Ihr seid auf der Stelle und bei links. Bam, bei rechts, bam. Und irgendwann kommt Tap. 10 Meter Sprint, fertig. Links, rechts, links, oh go. Gut gedreht. Rechts, links, 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 und go. Go. Jawohl, Junge. Go. Stark, zieh, 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 zieh. Richtungswechsel. Go. Stark. Richtig sexy. Guck mal, wie leicht ist das Ding. Boom! Start! Punkt Wills ist hier der Abdruck. Bam raus! Genau. Bam raus! Bam raus! Und der letzte. Hey, Grüße geht raus, become Elite. Spiel mich an. Sobald du gespielt hast, darfst du drauf zugehen und ich war so hier. Also ein Punkt. Das ist ein Punkt, das ist drei Punkte. Wer von euch als erstes fünf hat? Mal annehmen? Ja, du darfst alles machen. Du darfst auch theoretisch annehmen. Körper reinstellen, aber ich sag mal, am besten funktioniert die Übung, kommt auf den Verteidiger an, entweder zack, ein Kontakt, oder wenn der Verteidiger mit 10.000 km/h kommt und du eine schlechte Ballannahme hast, dann ist halt, schwierig, dann ist der Ball weg. Das heißt, am besten schon in eine Richtung nehmen oder annehmen in eine Richtung, Richtungswechsel. Kein Töten, aber es geht rein, genau. Anspieldruck geben. Ja! Oh, alles gut, Jungs? Bruder, ist voll aus dem Steißbein gefallen. Da hinten. Stark! Warum hat das jetzt schon? Digga! Nein, mit der Seite einfach vor, Ding, einfach was überraschen. Boah, stark. Oh. Ja, da ist er. Ja, genau den wollte ich.
steht's? Alle Bälle zu den zwei Toren. Oh, Wichser. In der Mitte. Ball kommt immer von mir. Jawohl, okay. Ja, jetzt kannst du direkt. Okay. Stark. Ja, Tom. Schau, alles. Da schon auf den Weg. Ja, ja. Was? Wie ist das da? Nein, direkt Aktion. Oh, ich tritt den Mann! Weiter, weiter, glaub man nicht, glaub man nicht. Egal jetzt wo schwer ist, glaub man nicht. Ja. Okay, letzte Übung. Hier kriegt er gleich einen Ball. Antäuschen auf die Seite, abkappen, Flugball. Zu zweit auf der rechten Seite. Einer bringt die Flanke, Abschluss. Fertig. Guter Ball, direkt auf eins. Zieh, in den Ball. Gut. Geiler Ball. Zwei. Ah, schade. Die holen. Rückraum. Guter Ball. Weil du hast gesehen, wo ich da ist, voll irritiert, Digga. Ja! Rückraum! Geil! Gut! Bändeball und eins! Ja! Und zwei! Guter Ball! Komm, zieh durch, egal wie! Zieh durch, komm! Geil, ja! Ja! Gut! Ja! Was willst du? Zwei! Trainingseinheit vorbei. Ach, Tennisball mit? Das war's mit der Trainingssession. Danke an Tracer. Check die Socken unbedingt mal ab. 20% Rabatt mit dem Code LukasFootball. Einheit vorbei. Ja, hab ich! Ja.